Hallo, liebe Fibromyalgie-Betroffene. Ich habe gerade eben das Video fertiggestellt und dann merkte ich, wie ich ganz am Anfang doch ein bisschen kraftlos rüberkam. Und deswegen gebe ich mir jetzt besondere Mühe, dass ich den Anfang auch noch ein bisschen mit Energie versehe. Also, das ist mein drittes Video zum Thema Fibromyalgie. Und wie ich versprochen habe, gehe ich jetzt auf die konkreten Aktionen ein, die ich selber gemacht habe. Was sind die Aktivitäten? Was habe ich quasi gegen meine Schmerzen und gegen die Erschöpfung unternommen? Und es ist nicht so, dass ich da jetzt ausführlich wissenschaftlich recherchiert hätte, aber es ist so, dass ich immer ein konkretes Problem hatte und dann hatte ich versucht, wie kann ich dieses Problem angehen? Es dreht sich natürlich zugegebenermaßen immer darum, irgendwelche Symptome zu bekämpfen. Ursachen Fibromyalgie, wie wahrscheinlich jeder Fibromyalgie-Betroffene weiß, wurden ja auch noch nicht wirklich entdeckt. Ich möchte euch heute einfach einen ganzen Blumenstrauß voll Dingen vorstellen, eins nach dem anderen, und ihr könnt euch dann selber entscheiden, was hilft euch nicht. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß dabei habt und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren kann. Und ja, und insofern können wir jetzt starten. So, da habe ich hier schon das erste Gerät. Das habe ich, glaube ich, schon mit am längsten, als die ersten Schmerzen vor allem im Rückenbereich aufgekommen sind. Da hat mir das sehr geholfen. Weil es gibt nicht immer jemand, der mir dann eine Massage gibt und so kann ich Druckpunkte setzen. Und, ja, ich hatte vor allem hier oben Beschwerden und ja, dafür hilft es einfach hervorragend. Eine weitere Geschichte, die ich relativ früh gemerkt habe, ich habe dann auch später eine Operation bekommen, ist, dass ich Probleme hatte mit meiner Schulter. Ich habe damals viel Yoga gemacht, das ist übrigens ein weiterer Punkt. Und ja, ich habe recherchiert und habe dann wohl gedacht und so hat sich dann auch bestätigt, dass ich ein Impingement hier habe, also eine Verengung hier oben in der Schulter. Und da hat mir damals auch sehr geholfen dieses Band, das ich dann genutzt habe, um dann letzten Endes hier die Muskulatur zu stärken. Das kann man dann auf beiden Seiten machen. Ungefähr genauso lange habe ich auch diesen Stab hier, den man schwingen kann. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man niemanden erschlägt. Aber das macht da auch sehr viel Spaß und kostet auch nicht allzu viel und hat mir definitiv auch hier für meine Schultern geholfen. Etwas, worauf ich versucht habe zu achten, ist halt, dass man auch etwas hat, was einem einfach Spaß macht. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt nur auf die Absicht gezielt ist, dass man irgendwelche Schulterschmerzen beseitigt. Gerade Jonglieren hilft natürlich nicht nur den Schultern, sondern auch einen gewissen Ausgleich allgemein. Ja, ich hatte ja das schon erwähnt, dass ich Yoga auch für sehr sinnvoll halte und auch damals einen Kurs gemacht habe oder ein paar Kurse. Ich bin jetzt ein bisschen nachlässiger geworden, kann es auch sehr empfehlen und möchte auch selber wieder mehr davon machen. Was ich aber auf jeden Fall mir auch zugelegt habe, sind diese Faszienrollen, die ich sehr häufig verwende. Da gibt es auch Kugeln, die je nach Schmerzpunkt auch sehr hilfreich sind. Das Typische ist, was man immer wieder sieht hier, wenn man Probleme hat, wie ich zurzeit im Unterschenkel oder natürlich auch, man muss halt immer auf die Spannung achten. Ich glaube, ich brauche dazu kein Tutorial machen, sondern es geht mir nur darum, was man alles machen kann. Hier jetzt ein weiteres Hilfsmittel, das ich sehr, sehr lange verwende. Seit mehr als 5 Jahren mache ich das mit Leidenschaft gerne. Dabei ist zu sagen, dass das ein Trampolin ist, das ja doch ein bisschen teurer ist, dafür aber keine Stahlfedern hat, sondern so Bänder und deshalb sehr weich ist. Dabei geht es mir nicht darum, jetzt möglichst hoch zu hopfen, sondern einfach das regelmäßig zu machen. Deswegen habe ich das auch immer hier in meiner Wohnung stehen, sodass ich jederzeit einfach ein bisschen drauf rumhopsen kann. Ja, etwas, was für mich für einen unschätzbaren Wert ist, ist Wärme. Ich habe auch viele Jahre lang sehr, sehr gefroren. Ich habe das jetzt, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, über etwas anderes in den Griff bekommen. Aber allgemein ist Wärme für mich nach wie vor extrem wichtig. Im Sommer ist es natürlich ein bisschen im Hintergrund, weil es natürlich warm ist. Aber gerade im Winter nutze ich dieses Gerät hier sehr häufig und kann dadurch meinen Rücken hier über Infrarot aufwärmen. Es gibt auch andere Wärmehilfsmittel, die ich relativ regelmäßig, vor allem dann, wenn ich Probleme habe mit steifem Knick, nutze. Das sind so Wärmedecken. Ich gehe jetzt nicht ins Detail ein, mir geht es nur darum, das einfach mal zu zeigen, damit ihr hoffentlich angeregt werdet. Ja, etwas, was in der Literatur immer wieder gelesen werden kann in Sachen Fibromyalgie, ist,
dass man sich ausdauersportmäßig betätigt. Für mich war dieses Rudergerät hier genau das Richtige. Ich komme nachher nochmal auf was anderes zurück. Es ist aber auch so, dass auch gleichzeitig für jeden Fibromyalgie-Betroffenen empfohlen wird, dass man eben nicht zu viel macht, dass man nie letzten Endes seine Grenzen auslotet, sondern eigentlich immer so viel macht, dass man noch nicht mal ins Schwitzen kommt. Für mich ist das Rudern deswegen auch so schön, weil das kann ich auch nebenher machen, neben dem ich vielleicht noch etwas auf YouTube anschaue oder auch mal einen Film anschaue nebenher oder grundsätzlich etwas auch was Schönes, weil es auch nicht allzu laut ist. Ja, eine Sache, die sicherlich ein bisschen abgefahren ist, aber man kann darüber auch viel im Internet finden, ist, dass 40 Hertz besonders gut sein soll, auch gegen Schmerzen, auch gegen Fibromyalgie, auch gegen Alzheimer. Aber wie gesagt, ist dieses Kissen und man kann darauf jetzt, so habe ich das jetzt mal rausgesucht, 40 Hertz Frequenz drauf laufen lassen, sich dann darauf legen. Und ja, ich mache das immer wieder mal 10 Minuten, 15 Minuten. Es gibt auch 40 Hertz Musik. Ihr hört es jetzt, glaube ich, nicht so sehr. Aber ja, es ist sehr, sehr angenehm. Dieses Kissen ist von so einem Startup-Unternehmen, ist relativ teuer leider auch. Ja, eine Sache, die ich mir ziemlich lang überlegt habe, weil es auch leider sehr teuer ist, ist so eine Vibrationsplatte, wie man sie auch bei Orthopäden kennt. Ja, das ist immer wieder eine Entlastung, insbesondere im unteren Bereich, also im Lendenbereich, im Beckenbereich. Und es ist aber sehr angenehm, insbesondere dann, wenn man sehr hochfrequenziert geht, aber die Beine relativ eng zusammenhält, sodass es also nicht auf die Knie geht, auf die Knochen geht. Mache ich nicht allzu lange. 90 Sekunden gehen dadurch aus. Wichtig ist, wie gesagt, dass man das macht in einem Bereich, wo man merkt, dass es einem nicht wehtut. Und deshalb meine wirklich starke Empfehlung ist, dass man die Beine eben relativ stark zusammenbehält. Dadurch ist mehr die Vibration und weniger jetzt dieser große Ausschlag, der sich ganz außen bei der Vibrationsplatte ergibt. Ja, ein besonders schönes Hilfsmittel, ohne das ich definitiv heute nicht mehr leben wollte, ist dieser Stuhl, den ich hier nicht nur rauf und runter machen kann, sondern auf dem ich, und ihr habt es vielleicht in meinem zweiten Video gemerkt, da wackel ich relativ viel. Und ja, bei Fibromyalgie ist es halt einfach so, dass man ständig Bewegung braucht, natürlich nicht sich erschöpft darin, aber für mich ist es einfach so, dass ich gemerkt habe, dass meine Schmerzen immer dann kommen, wenn ich liege, wenn ich schlafe, aber immer dann eigentlich weggehen, wenn ich mich bewege und wenn ich das ständig tue. Und mit diesem Stuhl kann ich das hervorragend machen. Leider auch ein bisschen teurer, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, die ich jetzt als nächstes dann gleich noch vorstelle. Ja, wie gesagt, wenn man es ein bisschen günstiger möchte, geht es natürlich auch mit so einem Kissen. Gibt es auch andere, aber letzten Endes gleich geaderte. Die sind hier ziemlich wackelig und auch da kann man letzten Endes eigentlich fast das Gleiche dann erzählen, dass man eben halt immer in Bewegung ist. Insbesondere gut auch im Büro. Ich habe im Büro nochmal eins, das auch hier ein bisschen keilförmig zugeht, aber nicht einfach ein Keil, nicht einfach ein Sitzkeil, sondern wirklich etwas, das hier auch an Luft drin hat, damit es entsprechend wackeln kann. Also ein bloßer Keil, glaube ich, wäre für mich an der Stelle nicht besonders hilfreich, weil es ja letzten Endes um diese Bewegung geht und nicht einfach nur darum, dass man das Becken so nach vorne kippt. Etwas, was ich im Orthopädie-Shop gesehen habe, ist so ein Kissen, sage ich jetzt mal, das man ebenfalls auch verwenden kann, insbesondere dann beim Arbeiten steht. Und da hat man dann einen weichen Hintergrund und kann quasi drauf rumlaufen. Insbesondere dann, wenn man sehr empfindlich ist, so wie ich das bin, gerade hier im Lendenbereich, dann ist es eine ganz tolle Möglichkeit, hier sich ein bisschen Aktivität zu verschaffen. Ich wollte aber nicht nur einfach so ein, sage ich jetzt mal, so ein Kissen, sondern ich wollte wirklich etwas, worauf ich auch gehen kann, während ich dann zum Beispiel an so einem Stehtisch arbeite. Und das hier habe ich im Fernsehen gesehen. Ich muss ehrlich sagen, es macht wirklich sehr viel Spaß. Ja, und jetzt zu dem Arbeitstisch. Ich kann euch eigentlich nur Mut dazu machen, wirklich so einen Arbeitstisch euch genehmigen zu lassen, zu beantragen und genehmigen zu lassen von eurem Arbeitgeber. Ich habe das sowohl im Geschäft als auch zu Hause. Im Geschäft, denke ich, mit einem ärztlichen Attest bekommt man auch so einen Stehtisch dann zugeteilt. Ja, zu fast allem gibt es eigentlich auch immer eine kostengünstige Variante, was in dem Fall einfach so ein Pult ist.
den man sich auch auf einen ganz normalen Tisch stellen kann und dadurch auch während dem Stehen arbeiten kann. Ja, ich muss sagen, dass sich bei mir die Schmerzen teilweise bis hin zu in den Zehen befinden. Und auch hier wiederum hilft oft ein ganz einfaches Hilfsmittel, das ist in dem Fall ein Tennisball, den ich dann einfach immer wieder knete mit meinen Füßen. Es gibt auch noch andere Bälle, die man hierfür nutzen kann und die ich auch sehr, sehr gerne nutze. Eine sehr schöne Fußmassage auch. Ja, allgemein kann man sagen, dass für Fibromyalgie-Betroffene natürlich Entspannung sehr wichtig ist. Das Problem bei mir ist halt einfach, dass immer wenn ich mich hinlege oder auch hinsitze, fängt es an, entweder in diesem Bereich oder auch in anderen Bereichen zu schmerzen. Aber hin und wieder braucht man das einfach, dass man sich einfach nur bequem hinlegt. Ich habe mir jetzt wirklich einen tollen Sessel geleistet. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich häufig einfach auch noch wohler befinde, wenn ich auf relativ hartem Sofa liege. Jeder sollte das selber herausfinden. Insgesamt mag ich natürlich auch sehr gerne Entspannungsmusik anhören, um andere nicht zu stören oder vielleicht auch nicht von anderen gestört zu werden. Hilft natürlich hier durchaus auch ein Kopfhörer. Eines aber sehr feines Hilfsmittel ist dieses Teil hier, worüber ich mir ein bisschen Kopfmassage gönnen kann. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an und ja, hat mir auch wirklich schon geholfen, insbesondere wenn ich unter großem Stress war oder auch wenn ich einfach erkältet war und was für mich sowieso immer ein extremster Stress bedeutet. Ja, vor circa 4,5 Jahren habe ich dann komplett auf vegane Ernährung umgestellt. Ich habe über eine kleine Studie gelesen, die gezeigt hat, dass Fibromyalgie-Betroffenen dort, sagen wir mal, gewisse Erleichterung verschaffen wird. Und deswegen habe ich von heute auf morgen quasi umgestellt vom Fleischfresser auf vegane Ernährung. Ich habe hier auf Instagram, das ist mein Profil, auch einige Bilder von den Dingen, die ich tagtäglich esse. Und ich muss sagen, ich genieße meine vegane Ernährung sehr und ich vermisse überhaupt gar nichts. Also insofern, ich kann euch nur ermutigen, dass ihr dort euren eigenen Weg findet. Es muss nicht vegane Ernährung sein, aber grundsätzlich sich bewusster zu ernähren, das kann ich nur jedem empfehlen. Aufgrund meiner veganen Ernährung ist es natürlich so, dass ich auf jeden Fall B12 auch noch nehmen sollte. Ich möchte jetzt hier nicht Werbung machen für diesen besonderen Hersteller, aber ich nehme einen B12-Komplex MHA. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, wenn man auf vegane Ernährung umstellt. Das kann man auch überall lesen. Ansonsten bin ich in Sachen Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel eher vorgeschädigt. Muss aber sagen, dass ich aufgrund meiner extremen Erschöpfung in letzter Zeit NADH verwende. Und das hilft mir auch in gewissem Maße, um wieder Energie zurückzubekommen. Das sollte jeder für sich selber ausprobieren. Und auch hier gibt es ja viele Leute, die darüber in YouTube ihre Erfahrungen berichten zu Nahrungsergänzungsmitteln. Ansonsten in Sachen Medikamenten habe ich überhaupt gar nichts. Das heißt, das stimmt nicht ganz. Seit allerneuestem nehme ich L-Thyroxin und das wurde mir letzten Endes eigentlich von meinem Arzt einfach nur deswegen empfohlen, weil ich eine Schilddrüsenunterproduktion habe. Ich habe festgestellt, dass dadurch, und das schließt auch ein Stück weit im Kreis, meine extreme Kälteempfindlichkeit zumindest ein bisschen zurückgegangen ist und ich nicht ständig nur friere. Ja, dann möchte ich noch auf eine Empfehlung kommen, die mir eigentlich, muss ich sagen, Heilpraktiker schon länger gegeben haben und auf die mich mein etwas älterer Bruder nochmal aufmerksam gemacht hat. Das ist einfach wirklich Mariendistel zu nehmen oder eben eine Mischung von Fenchelsamen, Pollei, Minzenkraut und Verbenenkraut. Allgemein muss ich sagen, werde ich mehr und mehr zum Teetrinker und das hilft natürlich insbesondere für einen entspannten und hoffentlich etwas schmerzgelinderten Schlaf. Eine Sache, die ich wirklich auch sehr empfehlen kann und die man auch immer wieder in der Fachliteratur liest, ist wirklich Akupunktur. Das müssen nicht unbedingt direkt Nadeln sein, die der Arzt einem quasi reinsticht oder der Heilpraktiker, sondern das kann einfach auch so eine Matte sein. Ich lege mich dort immer wieder drauf, insbesondere wenn ich wirklich schlimme Schmerzen habe. Muss aber sagen, dass sich das sowas natürlich dann eher leicht begleitet oder eben halt auch nackt mache. Das mache ich jetzt auch nichts, natürlich nicht für die Vorführung hier. Ja, als alter Apple-Fan darf ich natürlich nicht vergessen zu erwähnen, dass es natürlich auch viele Apps gibt, zum Beispiel die Mindfulness-App.
und andere Achtsamkeits-Apps, die auch einem helfen, in Schlaf zu finden. Es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten, auch so Meditationen. Und wie gesagt, appgesteuert kann einem das helfen. Das muss ja aber nicht über eine App sein. Ja, allgemein kann ich sagen, dass es mir sehr viel hilft, wirklich Freunde zu haben, Familie zu haben, immer wieder versuchen, sich abzulenken. Was ich in letzter Zeit sehr gerne mache, ist Klavierspielen. Ich habe da auch eine ganz tolle App dafür gefunden, die mir wirklich mit richtig viel Spaß das Klavierspielen beibringt. Insgesamt geht es aber darum, dass man sich ablenkt, einen Ausgleich findet. Ich sage es nochmal, insbesondere die Lieben um einen herum können einem da dabei helfen. Die werden sich dann vielleicht etwas wundern, was der Kerl denn eigentlich hat, weil dem geht es doch gut, der scheint doch ganz normal zu sein. Die Schmerzen und die Erschöpfung, die man hat, die verschwindet insbesondere dann, wenn man sich ablenkt und wenn man sich abgelenkt fühlt. Und dann ist man für diese Momente, sage ich mal, wie normal. Meistens kommt es dann erst wieder zurück, wenn man dann wieder sozusagen zur Ruhe kommt. Ja, das ist einfach so. Ich denke, damit muss man leben. Ja, als allerletztes möchte ich dann nochmal auf meinen Blog aufmerksam machen. Unter ansophie.de findet ihr das oder unter imi.de und dann in dem Menü Fibromyalgie. Ja, es hilft mir einfach, meine eigenen Themen ein bisschen besser zu verarbeiten. Ihr könnt einfach dort auch nochmal schön sehen. Auch Fahrradfahren hilft natürlich viel. Ich habe mir zum Beispiel ein E-Bike zugelegt und viele andere Dinge, die ich hier auch gerade eben durchgegangen bin. Guai selber habe ich noch nicht ausprobiert, also Guaifenesin. Ich weiß auch nicht ganz sicher. Ich habe mal gesagt, dass ich es noch ausprobieren werde. Momentan bin ich mir eher etwas unsicher. Aber ihr seht, ich habe hier die ganzen Dinge einfach zusammengetragen. In diesem Sinne hoffe ich einfach für euch, dass ihr die richtigen Aktivitäten findet, die euch tatsächlich helfen. Natürlich habe ich noch die Hoffnung, dass die Ärzte wirklich die eigentliche Ursache von Fibromyalgie finden, damit man wirklich die Ursachen bekämpft. Weil alles, was ich hier mache, hilft wahrscheinlich irgendwo jedem, aber es ist natürlich nicht so, dass es die eigentliche Ursache bekämpft. In diesem Sinne wünsche ich euch einfach jetzt eine gute Zeit und bleibt mir treu.